geflogen. Fürstenfeld Druck. Und war einer der Gäste erste Stunde überhaupt. Wir haben bei der Bundeswehr geflogen, Auge und Fälschung. Material-Verdichtung. Das ist bei den Modelltruppen in Aufnahmen. Und warum der Hubertus hier genau der richtige Mann ist, uns über dieses Flugzeug zu informieren, ist insofern ganz einfach, weil ich hatte ihn ja eben schon gesagt, in jungen Jahren ist er bei der Bundeswehr geflogen und hat unter anderem dieses Flugzeugmuster geflogen. Von daher, Hubertus, wie würdest du dieses Flugzeug in Sachen Originalität interpretieren? Dieses tolle Nachbau und vor allem die Flugzeug, ja. Also der Bausatz, der T33, die hier vorgestellt wird, ist perfekt nachgebildet. Wunderschön mit allen Details. Steht nur noch die Bundeswehrlackierung. Aber das Original war bekannt als äußerst robust. Flog sich sehr gemütlich, war nicht kritisch. Und Der erste amerikanische Jet, und als sie sich als obsolet herausstellte, weil die Gegend nicht 15 Tonnen Schiff machen konnte, hat die F-80 ein neues Leben entwickelt, wurde verlängert um 1,5 Meter, ein zweites Cockpit, ein zweiter Sitzkammer rein, und vor war ein Flugzeug für die Sonnenwinkel. Du sagtest ja eben schon, habe ich kurz gehört, vor 20 Jahren fing das an, die waren zu Anfang so unvorstellbar unzuverlässig, es war extrem, und heute sind sie so wirklich toll und zuverlässig. Wie war das früher bei einem solchen Flugzeug? Musste man als Pilot regelmäßig, flog die Angst damit, dass man sagte, oh, vielleicht wird das Triebwerk falsch stehen, oder war das auch sehr zuverlässig? Nein, die Triebwerke waren sehr zuverlässig. Die waren nicht so leistungsfähig wie heute. Die sind eine Vernichtungsbrücke, aber sie haben sehr simpel aufgebaut. Es gab keine Leitwerke, die zu verstellen sind. War sehr simpel aufgebaut und waren sehr, sehr zuverlässig. Sowohl auf der Fuga Magista als auch auf der T33 gab es keine Turbinenabsteller, die auf eine Fehlfunktion zurückzuführen sind, sondern das ist falsch. Das ist ein Stück der Flugzeit. Übrigens ein typisches Design, also ausgegangen mit Tip-Tanks, Flügel schützen Angst und auch zerstören. So, das war eine Bauchlandung, perfekt. Denn die frühen Triebwerke waren notorische Säufer, so wie unser Modell.